Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 145 von Aborion. Ja, wir haben dieses kleine Schifflein hier gebaut, ne, und da müssen wir noch ein bisschen dran weitermachen. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gehen wir da mal schauen, was da so geht oder nicht geht. Hier vorne haben wir ja unsere Spitze und da hinten haben wir ja, ich habe letztes Mal hier den Trick als Dämpfer gebaut. Steuerung, Copy, Steuerung, Ausgleichen und wir bauen den dann nochmal hinter, weil wir können ja auch noch Generatoren aus Nichtrinium, sondern aus Navanit zum Beispiel bauen, ne? Und da würde ich jetzt definitiv noch diesen Dämpfer dahin bauen, aber tatsächlich würde ich den sogar noch dicker bauen. So jetzt. Jetzt ist das zwar hier richtig viel Energie, aber die können wir da unten auch noch reinbauen, ne? Indem wir jetzt hier, das ist ja hier der Generator, ne? Steuerung C, Steuerung V. Jetzt haben wir den, müssen den aber noch an Dingens anpassen, sag schon ans Material. Da ist er. Und dann würde ich jetzt den da mal einfach, warte mal, von hier sieht man es besser, ob es passt, glaube. So. Und so, dann haben wir 258, das ist doch schon mal was, oder? So, da das Gefährt sich nicht richtig gut drehte, müssen wir da auch noch was machen. Da kopieren wir mal diesen hier. Dann bauen wir den aus. Trinium geht ja nicht, weil wir nicht mehr haben. Das ist allerdings aus aus Naonit. Jetzt haben wir den. Den können wir genauso setzen wie den. Und hier unten den müssen wir allerdings dann drehen. Und zwar, ich glaube, so rum für die Richtung. Und jetzt ist noch die Frage, wo ist der letzte? Haben wir keinen gebaut? Doch, da hinten ist er. Der hier ist der Klotz, der... Nee, das war unser Trägheitsdämpfer. Wir haben links, rechts, hoch, runter. Wir haben nicht Rollen, aber Rollen war ziemlich gut eigentlich, ne? Das passt hier wohl noch. Ja, können wir erstmal gerade ausprobieren, oder? Fliegen mal so. Okay, er kommt um eine Kurve. Ist natürlich ein schweres Schiff, ist klar. Nur die Frage, wie er nach oben geht. Da geht er sogar besser wie links, rechts. Wo ist die Station? Da ist die Station. Ja, jetzt müsste man nur gucken, kann er rollen? Er dreht sich jetzt so, dass er da gerade ist und jetzt rollt er. Ja, das Rollen geht noch, ne? Da gibt es Schlimmeres. So. So wie es aussieht, haben wir auch noch genug Leute an Bord. Und dahergehend nicht ausbauen. Okay, schauen wir da mal rein. Ja, der Trägheitsdämpfer, den... Warte mal, kann ich das mit Shift... Ne, wie war das denn mit mehreren auswählen? Block platzieren, Hotkey anzeigen, Shift, Steuerung, Shift, Blöcke angleichen. Achso, dann ist er da. Okay, sehr schön. Aber ich möchte ja gerne die beiden verschmelzen. Wie war das denn? Da muss ich hier irgendwo was ändern. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Warte mal, das war... Das war jetzt schon mal falsch. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Achso, mittleres Mausrad. Hey, da habe ich jetzt hier nicht, ne? Nee. F1 Hotkeys anzeigen. Wie kann ich denn das mittlere Mausrad noch irgendwie simulieren?
Mehrere, ja, kann ich nicht, habe ich nicht. Meine Maus hat jetzt hier kein mittleres, also schon Mausrad habe ich schon, ja, aber kein Klicken da. Müsste man umstellen, ne? Aber ist jetzt auch egal, oder? Rechteckauswahl. Rechteckauswahl. Macht er aber nicht. Das wäre ja schön gewesen, ne, wenn das funktioniert, aber funktioniert wohl nicht. Ja, schade. Jetzt hat's geklappt. Jetzt möchte ich die beiden Blöcke verschmelzen. Jetzt ist es einer. Jetzt ist das hier weniger Energieverbrauch, glaube ich, geworden, ne? Jetzt können wir das, ne, da können wir das nicht machen, weil das Trainium ist und das ist das andere. Okay. Wenn wir den aber nochmal machen, ne? Steuerung C, Steuerung V und den setzen wir dann nochmal dran, ne? Jetzt brauchen wir noch mehr, viel mehr Energie natürlich, weil der ein Riesenklotz geworden ist. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Die beiden sind ausgewählt. Die verschmelze ich. Passt. Und jetzt würde ich hier nochmal. Okay, die unteren sind sowieso die falschen Blöcke. Steuerung C, Steuerung V. Muss ich gucken, dass das passt. So. Jetzt haben wir ein bisschen Energie drüber, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr haben. Das ist zu wenig. So passt es. Jetzt wieder hier hin. Und die können wir jetzt verschmelzen. Hat er gemacht. So, jetzt haben wir genug Energie. Die Drehdinger habe ich schon geklärt. Das geht nicht. Das heißt, wir haben das jetzt ein bisschen revolutionisiert. Okay. Vielleicht wollen wir nur mal drehen, ne? So bremst er auch. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also dieser dicke Klotz da, der hat es jetzt gebracht, ne? Da haben wir schon mal was hingekriegt. Gut, dann geht's schon mal, ne? So, jetzt würde ich natürlich noch gewisse Dinge da noch weitermachen wollen. Aber da werde ich jetzt sagen, ist die Frage, was? Also, was wir nicht gemacht haben, ist hier Energiecontainer. Die haben wir noch nicht gesetzt. Wer ist jetzt Steuerung C, Steuerung V? Dann gehen wir hier mal auf den. Machen wir gerade die Spiegelachse an. Und dann würde ich sagen, machen wir den mal da so hin, oder? Ich glaube, da mache ich noch einen hin. Ach so, ja, wir hätten wieder mal verschmelzen machen müssen, ne? Und das ist dann die Seite auch verschmolzen. Ja, sieht so aus, dass er das auch spiegelachsenmäßig gemacht hat. So, was haben wir jetzt hier für Werte? Das sieht gut aus. Wir können auch was speichern. Das läuft dann schon mal. Wie viel lädt er jetzt? Auch ganz gut lädt der Balken da unten. Okay, sobald wir loslegen, geht das da mit dem Minus los, ne?
Bremse ist ganz gut. Ja, der steht jetzt schon so gut wie, ne? Das hat funktioniert. Da bin ich schon mal zufrieden. Lass mal gerade in den Sektor reingucken, was das Ausrüstungsdocs für uns hat. Ausrüstung handeln. Traktorstahl-Upgrade-Geschützkontrollsystem. Batteriebooster. Auch nicht schlecht, ne? Geschützkontrollstahl, die Bergbau, ja, okay. Das Geschützkontrollsystem wäre schon nicht schlecht. 13 Minuten noch. Elite Doppel Point Defense, Nobelkanone, Powerlenkraketenwerfer, auch sehr interessant. 20er Reichweite. Ich glaube, wir fliegen da mal gerade hin. Einmal dorthin und einkaufen noch gehen. So, mal gucken, wie er bremst. Ja, ich muss schon Schub geben, damit ich näher rankomme, ne? Sehr gut. Dann sind wir kein Power mehr. Wir sind schon gedockt. Ausrüstung. Traktorstahl-Upgrade, okay. Na. Geschützkontrollsystem für beliebige Geschütze. Das kaufen wir. Schnellladebatteriebooster. Energiespeicher plus 89, Aufladerate plus 29. Dann kommt noch was dazu. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch sinnig. Das gibt es gleich zweimal. Dann nehmen wir es auch erstmal mit. Das Geschützkontrollsystem, was ist das? Beliebige Geschütze plus 2. Ist aber nur blau. Ich glaube, das Blaue geht eigentlich schon, ne? Ist so die Mitte. Oder mehr wie die Mitte sogar, ne? Wir haben ja diese grauen, dann haben wir weiße, dann ist grün, dann, ja, ich glaube, diese Farben sind es dann auch noch, die da drüber stehen, ne? Also ich glaube, wir können noch das noch mitnehmen. Aber das reicht dann da erstmal. So, Repair-Geschützturm brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Doppel-Reichweite 7, Feuerrate 11, 8. Hier ist DPS ordentlich, ne? Reichweite auch ordentlich. Kauf mal. Das war auch 20, kauf mal. Das ist auch gut. Ein Air-Bergbauer. Kaufen wir beide noch in grün auch zwar nur, aber kaufen wir. Dann lassen wir es hier mal gut mit sein. Was haben wir noch? Torpedos. Nee, lassen wir mal. Ach so, der Danny Reichelt hieß er. Der hatte mir noch geschrieben, dass dieser Wurmlochgenerator natürlich dann da funktioniert, ne? Ich weiß nicht, was er mir noch geschrieben hatte, habe ich leider jetzt nicht mehr in Erinnerung. Da müssen wir noch mal gucken. Das sieht erstmal alles ganz schick aus, ne? Jetzt gucken wir mal hier gerade noch mal rein. Wie viel Platz haben wir denn? Gar keinen. Wir müssten erstmal noch größer werden dafür. Für weiteres Hinzugefügtes, ne? Okay, das machen wir aber alles noch mit der Zeit. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Was steht hier? Du kannst dauerhaft Installationsoptionen hier von deinem Schiff entfernen. Ah, okay. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.